Hi, hier ist der Frank vom Foodblog hamburg.de. Wir wollen heute aus diesen beiden Avocados eine geile Guacamole machen, die wir schön auf geröstetes Brot tun. Das Ganze wird vegan und ich werde eine zweite Variante mit einem schönen Ei oben drauf machen, wo dann schön das Ei, flüssige Eigelb da noch schön reinläuft. Schmeckt so genial. Als zweites Anliegen habe ich heute noch etwas. Ich habe jetzt heute meine Kochjacke nicht an. Ich habe hier heute ein geiles T-Shirt an, wo vorne ein Schiff drauf ist. Das ist ein T-Shirt aus der Kollektion von den Segeljungs. Also ich bin ja auch so ein Typ, der super gerne segeln würde und super gerne um die Welt segeln würde. Die machen super geile Videos, die beiden Jungs, die da jetzt noch an Bord sind, und ganz tolle Tauchvideos. Wenn ihr Bock habt, schaut doch einfach mal bei denen vorbei und unterstützt die einfach. Wenn euch dieses T-Shirt zum Beispiel gefällt, das gibt es auch noch in anderen Farben und auch noch mit etwas anderem Design drauf. Es gibt auch tolle Hoodies. Ich weiß gar nicht, was das alles da in diesem, die haben einen tollen Shop, wo es halt auch geile Sachen gibt. Das unterstützt die natürlich auch bei ihrem Vorhaben. Also, tut mir einen Gefallen, schaut mal bei denen auf ihrem Channel vorbei. Das würde mich sehr freuen und die natürlich auch, weil dann können wir weiter tolle Videos gucken. So, jetzt geht's weiter bei uns in unserem Channel mit unserem Intro. Bis gleich. Da seid ihr ja wieder. Also, wir haben eingekauft zwei Avocados, zwei kleine Chilis, aber ich glaube, ich nehme nur eine, ein bisschen Zitrone, Petersilie, ein bisschen getrocknete, in Öl eingelegte Tomate, zwei Scheiben Graubrot, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Das Salz ist Meersalz vom gewürzmaster.de und der Pfeffer ebenfalls. Wir beziehen unsere Gewürze vom gewürzmaster.de. Schaut mal vorbei, ich mache unten einen Link rein. Als erstes müssen wir uns die Avocado aufschneiden und den Kern entfernen. Dann nimmt man sich den Löffel, einmal habe ich das jetzt schon gemacht, zieht den hier einmal durch und dann hat man den Inhalt von der Avocado in der Schale liegen. Meine beiden Avocados habe ich jetzt aus der Schale genommen, Kern raus, liegen hier in der Schale. Jetzt kommt die Schale mal kurz zur Seite. Ich schneide mir mal eben schnell meine Chili runter. Wer es nicht so scharf mag, nimmt halt bei der Chili die Kerne raus. Ich mache die immer super fein, weil sonst hat man immer so eine Chili-Lappen im Mund und das bringt keinen Spaß. Also für alle, die noch nicht ein Video gesehen haben von mir, wo ich die Kerne rausnehme, einmal aufschneiden, einen Teelöffel, aufmachen, einmal hier ansetzen, natürlich Vorführeffekt, jetzt geht natürlich alles kaputt. Hallo, wir sind hier falsch. Das ist doch nicht schlimm. Doch, wir wollen das ja perfekt zeigen. Also, einmal mit dem Löffel ansetzen, einmal rüberziehen und es ist alles raus. Es ist gar nichts raus. Also, aber ihr habt verstanden, worum es mir geht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also im Endeffekt einmal so ansetzen, einmal so rüberziehen und die Kerne sind raus. Und damit sind sie entschärft und das Ganze ist nicht mehr so schlimm. Weil diese Kerne, das ist das, was halt scharf ist. Ich habe mir hier schon mal meine Tomaten aus dem Öl rausgenommen, habe gesehen, dass nicht so mega viel Öl da dran ist. Die werde ich jetzt auch schön klein schneiden und dann kommt die jetzt auch gleich wieder mit zu meiner Avocado dazu. Die getrockneten Tomaten habe ich jetzt schön klein geschnitten, kann man hier schön sehen. Das sind nicht so winzig kleine Stücke, so ein bisschen Textur wollen wir ja auch haben. Die tue ich jetzt einfach mit zu meiner Avocado dazu. Und dann muss ich das gleich mal alles vermengen. So, Petersilie klein schneiden. Die tun wir dann auch gleich noch mit dazu. Petersilie ist auch schön klein geschnitten. Die tun wir jetzt hier auch noch mit hinein. Umrühren. So, wir haben das jetzt schön vermengt. Sieht man super die Texturen und so, das sieht schon richtig gut aus. Jetzt tue ich da noch einen Hauch Olivenöl rein, dann wird es ein bisschen geschmeidiger noch und bekommt noch so ein bisschen diesen Geschmack von dem Olivenöl damit rein. Wobei die Tomate ja schon so ein bisschen was davon mitbringt. Dann tun wir da ein bisschen Pfeffer noch ran.
ein Hauch Salz. Von Gewürzmaster. Von gewürzmaster.de, genau. Das vermengen wir jetzt wieder. Dann brauchen wir noch ein bisschen Säure. Dafür habe ich hier eine Zitrone, die auch wieder widerspenstig ist heute. Wunderbar. Und dann sieht das Ganze doch schon mal ganz geil aus. Dann können wir gleich das Brot schön rösten. Das zieht jetzt hier einen Augenblick. Wunderbar. Ich tue jetzt hier gerade mal so ein bisschen Olivenöl in meine Pfanne. Die wird jetzt heiß werden und dann werde ich da mein Graubrot, so im Ganzen wie es ist, hier einmal kurz anrösten. Pfanne ist heiß, Öl ist heiß, Brot rein, kurz anrösten. So, Brot ist von beiden Seiten schön braun geworden. Ich hoffe, man kann das gerade gut sehen. Ich nehme das jetzt und tue es auf den Teller. So, Brot ist schon mal auf dem Teller. Guacamole kommt jetzt da schön drauf. Sieht das geil aus. Ich hab Hunger. Ja, ich auch. Kann es kaum erwarten. Ja. So, Nummer 1. Nummer 1 ist fertig. Sieht doch genial aus, oder? Nummer 2 kommt jetzt gleich. Oh, geil! Ja. Ja. Ein super schönes Spiegelei. Ein bisschen Pfeffer drauf. Ein bisschen Salz. So, das ist dann die non-vegane Version unseres Brot, gebrösteten Brotes mit Guacamole und einem Egg. Ist es nicht geil, wenn ich das gleich esse und dieses Eigelb läuft in diese Guacamole rein mit dem gerösteten Brot. Ist der Hammer. Ist es nicht geil, unser geröstetes Brot mit der Guacamole, vegan und non-vegan mit dem Spiegelei drauf? Ich find's geil. Das ist ein gutes Rezept, um sich abends, wenn man nach Hause kommt und eigentlich gar keinen großen Bock hat, mal eben was zu machen, sich aber trotzdem mal eben schnell etwas Gesundes zu essen machen kann. Und das schmeckt so super geil. Ich verspreche es euch. Macht es nach. Sollte euch dieses kleine Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns bitte. Ihr könnt auch aufs Glöckchen drücken, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir irgendwas Neues gemacht haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Und Frank vom Foodblog Hamburg.de. Ciao, ciao.